Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. Und diesmal sind wir wieder bei Manuel und Regina zu Hause. In den letzten zwei Parts waren wir ja in den Spezialparts bei Nalina, die ihr Apartment bezogen hat und ihre ersten Schritte ins eigene Leben gestartet hat und haben das ein bisschen mitverfolgt. Eigentlich wollte ich ja die komplette Woche bei Melissa spielen, aber das hat sich dann zerschlagen, weil ich dachte, das ist nicht mehr lang, bis wir da fertig sind. Und deswegen dachte ich, jetzt mache ich hier erstmal die Parts fertig, weil wir ja, wenn Melissa fertig ist, auswandern, ne? Wie ihr ja wisst. Und ja gut, dann hatte ich nur zwei Parts aufgenommen gehabt, aus organisatorischen Gründen war da nicht mehr drin, bin dann krank geworden und dann hat der Rest der Woche gefehlt. Also es ist alles ein bisschen schräg gelaufen. Entschuldigung, könnte auch passieren, dass ich irgendwann einen Hustenanfall kriege. Ich warne euch nur schon mal vor. Aber eigentlich hoffe ich, dass es jetzt nicht passiert. Und mir geht es soweit auch wieder ganz gut. Mein Schnupfen, naja, ein bisschen schniefig bin ich noch, aber es ist im Rahmen. Und mein Fieber ist Gott sei Dank endlich auf dem Weg nach unten, wo es hingehört. Und ja, ich habe mir gerade die letzten zwei Folgen, die wir hier gespielt haben, nochmal angeguckt. Und irgendwer hatte was mit der Hundehütte nochmal gesagt. Ich wollte jetzt nochmal schauen. Hundehütte, komm mal her, du. Ist hier irgendetwas bei der Hundehütte? Da ist nichts. Leute, da ist nichts. Ich weiß nicht, wieso irgendwer meint, da wäre was. Da ist nichts. Die steht da einfach ganz brav. So, stellen wir sie wieder hin. Und, ja, wir hatten aber halt... Nee, jetzt bin ich im Kaufmodus. Da wollte ich nicht hin. Oder doch gleich. Aber ich hatte die glorreiche Idee, wir könnten dem Marky Boy... Er hat ja Geburtstag. Das Auto schenken. Sollte man vielleicht auch tun. Finde ich nämlich total genial. So, haben wir schon mal Auto im Inventar, dann können wir es auch verschenken. Ja, was war eigentlich los? Genau. Letzter Part hier war Manuel eigentlich auf dem Weg zum Kochwettbewerb, wollte eigentlich Regina mitnehmen, die wollte scheinbar nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls ist sie hier geblieben und war nicht dabei. Also sehr merkwürdig. Geschichte, was da passiert ist, aber ich hatte dann ja, wie gesagt, zum einen die Idee mit dem Auto und unser Manuel, gibst du mir jetzt mal bitte dieses Dings, hat auch noch einen Wunsch. Und ich habe die ganze Zeit rum überlegt, wo könnte ich denn das hinpacken? Naja, wir haben hier einen Partyraum, ne? Ich finde, da passt so ein Billardtisch super hin. Er will unbedingt einen, jetzt kriegt er einen. Welchen kriegen wir denn? Oh, ich sehe hier noch andere Dinge. Egal. Er wollte einen Billardtisch. Ich glaube, hast du... Warte mal kurz. Steht da irgendwas, was der wert sein soll? Stopp, 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 stopp. Billardwette. Nee, ach, das ist einfach nur... Er braucht ihn nur für die Wette. Okay, gut, dann ja. Nochmal zurück. Was haben wir denn da für schöne Dinger? Die da für 1700 und den da für 1800. Ach, ich nehme mal den da. Was gibt's denn da für welche? Oh, das mit dem Rot gefällt mir irgendwie gut. Was ist da oben anders? Oh, ich finde den aber irgendwie schick. Oder? Doch. Das so. So. Mitten rein. Haben sie da genug Platz zum Spielen, die Leute? Ja, ich denke schon, ne? Ja, das müsste reichen. Da kommen alle dran. Ich finde sowas hier drin eigentlich gar nicht schlecht. Ja, doch. Gefällt mir. Gut, dann gehen wir wieder aus dem komischen Kaufmodus raus. Jetzt müssen wir nur gucken. Wir haben jetzt die ganzen Musiksachen eingepackt. Aber wir haben, huch, hier ja noch ein Zimmerchen. Da würde ich nämlich gern mal gucken, ob das da vielleicht reinpasst, das Zeug. Dann könnte man die Sachen... Gerade, nee, das Auto passt damit Sicherheit nicht hin. Aber, ach, das war der Punkt. Das war zu groß. Da passen die nicht rein. Hier passen die aber auch nicht rein. Das ist das Problem. Wir haben hier definitiv nicht genügend Platz für den ganzen Krempel. Okay, passt denn vielleicht die Gitarre da wenigstens rein? Ja, die würde passen. Dahin wenigstens. Okay, da haben wir schon mal eine Gitarre da drin stehen. Boah. Ist ja auch nicht verkehrt. Jetzt will er noch ein Tier. Also, Manuel, du hast doch... Nee, du hast jetzt erstmal genug Viehzeug. Gut, lassen wir erstmal die Gitarre da oben stehen. Ist mir recht.
Und mit der Karaoke-Dingens gucken wir irgendwann mal, ob wir die noch woanders unterkriegen. Oder ob wir die dann wieder unten hinstellen. Aber ich finde für eine Party, wie auch eine Geburtstagsparty, so ein, na, helft mir mal, so ein Billardtisch irgendwie ganz praktisch. So. Der Manuel soll auf Toilette und Hände waschen und kochen gucken. Genau, weil er will ja einen neuen Kochpunkt haben. Ja, gucken wir mal, ne? Regina ist im Kalten draußen und kümmert sich um ihre Pflänzchen. Das ist fein. Was tust du reden, ne? Ja, und dem geht's schon besser. Der ist eh im Winterschlaf. Dem geht's auch ganz nett und dem auch gut. Mehr hast du da eh grad nicht. Jetzt will sie zum Kochwettbewerb. Oh, du bist doch eine olle Nuss, ehrlich, und will auch lauter Viehzeug haben. Ich finde, Madame, du könntest eher mal Bücher weglegen. Was könnten wir denn sonst noch machen? Das Katzenklo ist in Ordnung. Futter ist in Ordnung. Wie sieht's denn aus mit Putzen? Nicht das. Ah, hier ist was zu putzen. Guck. Okay, das Futternapf ist in Ordnung. Dann kannst du mal mit Cupcake ein bisschen loben für. Oder ja, mach das dann, wenn es soweit ist. Drücken wir mal auf Play und warten wir drauf, dass Marky Boy nach Hause kommt. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Ja, komm, jetzt hör mal auf, da zu quasseln. Das ist in Ordnung so. Für im Winter reicht mir das. Sie wird schon nicht gleich wieder eingehen, denke ich, hoffe ich mal. Ja. Was ich mit Marky Boy jetzt mache, ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade aktuell nicht, wie viel Parts ich hier aufnehmen werde. Weil ich finde, Gleichberechtigung muss sein. Nun, Nalina hat immerhin auch zwei Parts noch bekommen. Und ja, die Familie ist halt ja die Eltern und Marky Boy, ne? Und einfach dann weg und tschüss nach dem Geburtstag fände ich auch ein bisschen traurig. Deswegen mal gucken, wie lange sich das Ganze gestaltet. Vielleicht machen wir dann hier doch noch ein bisschen mehr und gucken mal, wie sich's danach noch so, ja, was mit Marky Boy noch so geht. Auf jeden Fall will ich mit ihm noch ins Autohaus dann, ne? Ja, oh, dann kannst du ihn mal knuddeln und, was kannst du denn machen? Kommando beibringen? Nee. Aber vielleicht kannst du mal sagen, ach nee, das geht ja alles bei ihm nicht. Ach ja, ist gut. Okay. Gut, dann darfst du hier mitmachen. Wir haben nichts Besseres zu tun gerade. Es ist ein freier Tag. Das Gemüse ist verpflegt. Ist da draußen. Ah nee, das ist das komische Ding da. Das hätte ich ja vielleicht der Melissa noch geben sollen. Dieses Ding, falls es da in der Belladonna-Bucht irgendeinen Spielplatz gibt, wo sie so ein Teil hinstellen kann für Wasser. Marky Boy ist zu Hause. Yeah, hallo du. Ja, bei ihm wollte ich noch mal gucken, dass ich ihn noch ein paar Wünsche erfüllt bekomme. So, gehst du erstmal rüber? Ja, du gehst erstmal rüber. Genau, wir kommen gleich zu euch. Marky Boy wollte seinem Papa was schenken. Da muss ich gleich mal gucken, was er denn da so hat, was er ihm schenken könnte. So, diese Hausaufgaben musst du von mir aus nicht mehr erledigen. Wie sehen denn die Noten eigentlich aus? Eine 1 plus, ja super. Eigentlich könntest du mit deinen Eltern kochen gucken, weißt du? Du kannst nämlich auch noch nicht großartig kochen. Alles andere ist eigentlich schon ganz okay, würde ich jetzt mal so sagen. Was will er denn? Zusammenspielen. Er möchte Trinkgeld mit Musik verdienen. Ja, kannst du ja vielleicht heute Abend ausprobieren. Und gut aufwachsen. Lass diese blöden Hausaufgaben liegen. Ist uns jetzt wurscht und du gehst einfach mal hier mitmachen. Das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Komm, setz dich mit dazu. Und dann schauen wir mal, vielleicht kannst du deinem Papa noch ein Geschenk geben. Wenn du lang genug da... Wen haben wir denn da? Was wählst du so? Ja, also mit Tieren, ne? Ich hab's ja jetzt auch mit den Tieren. Tier-Challenge hat ja gerade begonnen. Wer bist denn du? Hallo? Krümelchen. Na, du bist ein Hübscher, aber du siehst irgendwie nicht so krümelmäßig aus. Warst wahrscheinlich ein kleines Krümelchen mal so als Welpe, gell? Ja, aber hübsch bist du. Ja, und das Telefon bimmelt, das ist jetzt sowas von uninteressant. Ehrlich. So, wir lassen das Telefon einfach mal bimmeln, das interessiert nicht. Können zwar Geburtstagswünsche sein, aber die sollen später nochmal anrufen. Wir sind gerade beschäftigt.
Ich möchte, dass Marky Boy den Kochpunkt da kriegt. Ja, das ist schön. Ja, und Marky Boy möchte vielleicht auch noch eine Fete veranstalten. Jawohl, genau. So, da haben wir das doch schon. Okay, wenn es immer noch bimmelt, dann geh jetzt dran, komm. Ist in Ordnung. Geh mal ans Telefon, guck mal, wer da was von dir will vielleicht. Und dann können wir mal überlegen, ob er vielleicht eine Party veranstalten will. Kann ich Regina sprechen? Ja, kannst du. Und du redest mal mit deinem Papa. Reden. Über Hobby kochen. Und ein Geschenk geben. Ach, jetzt habe ich vorher gar nicht geguckt gehabt. Egal. Wir werden schon irgendwas finden, was wir ihm schenken können. Hoffe ich. Hallo du. Oh, wieso sind wir immer im Schneegestöber? Ah, so besser. Nee, schneit trotzdem. Ich krieg das Schneegestöber nicht ausgeblendet. Okay, ja, was haben wir denn da? Ein Drachen, ein Auto, eine Clownskiste. Das wäre was für den Papa, oder? Ein Hund? Hundeknochen? Oh Gott, was nehme ich denn? Ja, komm, du kriegst, obwohl die Sachen, ist ja wurscht, können wir uns ja wiederholen. Zack, kriegst du das, Hauptsache du hast Geschenk. Guck mal, ich habe auch was Kleines für dich. Ja, ist nur was ganz Kleines. Aha, was haben wir denn da? Guck mal da. Und er will eine Sportparty. Ey Junge, du hast Geburtstag, nicht Sport, irgendein Schwachsinn. Das ist aber doof. Sportparty. Ich weiß, ich kann mal als... Nee, das ist eine Geburtstagsparty, was ich mit dir machen will. Da nehmen wir einfach gut aufwachsen. So, was da? Was will er denn da? Hamburger essen? Jo, das... Ja, obwohl er hat jetzt gerade keinen Hunger. Aber vielleicht können wir Hamburger machen. Das wäre noch eine Idee. Dann komm, umarm deinen Papa mal. Irgendwie so umarm, freundschaftlich. Yeah. Ja, das ist lieb. Und dann kannst du hier mal schnell benutzen und Hände waschen. Und du kannst mal... Warte mal kurz, was willst du denn? Immer noch das Gleiche, okay. Wo ist denn Klecks hin? Habe ich eben nicht Klecks irgendwie gesehen gehabt? Auch von dem Schneegestümmer wird man ja ganz blind. Ich sehe ja überhaupt nichts mehr, Leute. Okay, halalalala, ich weiß gerade nicht genau, ouch. Ja, njam, njam, njam. Er hat, glaube ich, auf jeden Fall mehr Kochpunkte als sie. Weißt du was, du könntest mal Hamburger machen. Wenn dein Sohn sich Hamburger zum Essen wünscht, Mist, geht noch nicht. Oder geht das nicht als Mittagessen? Moment, Mittagessen servieren? Barsch, Kürbis, Hamburger, da haben wir sie doch. Nimm die, mach die. Und wir gucken mal mit Regina, nicht, dass sie schon wieder Tai Chi macht, nein. Wir gucken mal, wo Klecks abgeblieben ist. Irgendwo muss Klecks doch sein. Da, da sitzt doch unser Klecksi. Ach, guck mal. Ha, endlich ohne Schnee. Guck mal, hallo du. Komm mal schön her. Liebhaben, warum kann man sie nicht loben dafür, dass sie da sitzt? Na gut. Liebhaben, knuddeln, spielen. Mal ein bisschen mit dem Jagdspielzeug und nochmal liebhaben, streicheln. Und vielleicht kann man Klecks sagen, dass mit, ja, spielen mit Cupcake. Genau, das habe ich gesucht. Jawohl. Dann tu das mal. Tu deine Pflicht, Madame. Auf geht's. Schrei mir nicht ins Ohr, mach einfach, was ich dir sag. ich fasse es nicht. So, Manuel macht hoffentlich lecker Essen. Bitte nichts verbrennen lassen, verbrutzeln und sowieso. Nicht jeder Aktientipp zahlt sich aus. Heute verlieren wir 69 Simoleons. Wegen einem schlechten Börsentag. Ja gut, ist nicht schlimm. Ja, komm. Klecks, ach du bist so süß, du. Hallo. Ja. Jetzt haben wir gar nicht mehr geknuddelt und so. Egal. Was soll's. Ja. Mach mal. Zack. Genug. Säubern. Napfeln. Bitte nicht vergessen. So, ich gucke mal. Oh, schon fertig. Hilfe. Ja. Stopp. Ach, Mist, ey. Da habe ich jetzt wieder zu wenig drauf geachtet. Ich sag's ja, das geht immer so schnell hier. Du musst den ganzen Kram wieder wegpacken, bitte. Rest weglegen und, ja, da auch. Mist.
War ich wieder zu langsam? Du bist zu schnell beim Kochen, Manuel. Das geht so nicht. Dann gehst du bitte auch mal benutzen und duschen. Und Marky Boy sieht super aus, hat klasse Laune und kümmert sich jetzt bitte um seine Party. Party veranstalten. Wir wollen eine Geburtstagsparty. Hörst du mal bitte auf. Da, so, und dann machst du hier bitte an. Und wir brauchen natürlich noch diverses Zubehör. Und zwar hätte ich gerne wieder, wo ist es denn, wo ist es denn? Ach, was sagt meine Uhr eigentlich? Oh, okay, ein paar Minuten haben wir noch zum Vorbereiten, reicht das, denke ich. Jetzt gebe ich doch wieder mehr Geld aus als ursprünglich geplant. Aber na gut, Marky Boy muss eh demnächst arbeiten. Dann kann er gleich gucken, dass er das ganze verlorene Geld wieder reingeholt kriegt. So, einmal bitte Smiley hier. Und einmal bitte Smiley da. Ja, warum haben wir eigentlich noch die Hütte? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Egal, stellen wir einfach vor die Hütte. Und dann braucht der Herr natürlich einen Geburtstagskuchen. Ich weiß nicht, warum ich immer nur diesen einen Kuchen habe, aber das macht ja nichts. So, dahin. Reicht ja hoffentlich. Zack. So, kümmere dich jetzt um deine Party. Und wollen wir mal gucken. Oh, und ausgerechnet, jetzt sehe ich, dass da Cupcake im Stinkekörbchen liegt. Ja, und am Schlafen ist. Entschuldigung, Klecks, da habe ich natürlich vorher nicht aufgepasst. So, wir laden natürlich Adriana ein. Das ist ganz klar. Die darf sogar ausnahmsweise auch mal mitaltern von mir aus. Die Nalina wird eingeladen. Die Melissa wird eingeladen. Die Victoria wird eingeladen. Ich glaube, das sollte reichen. Ja, ist seine Party, sind seine Leute und gut. Die Familie ist dabei und zwei Mädels. Hoffentlich gibt es keinen Knatsch. Okay. Aber das sollte klappen. Aber die Adriana können wir mal ausnahmsweise mitaltern lassen, da das Ganze ja jetzt hier eh nicht mehr so darauf begrenzt ist, dass das alles immer passt. Ja, ist ja dann egal. So, bitte mal tanzen. Alleine. Hopp. Was willst du da? Es ist doch noch gar nicht so weit. Und ihr bleibt weg von dem Kuchen, gell? Also bitte. Ja, ich weiß, dein Sohnemann hat. Melissa kommt angeflogen. Guckt mal. Und da ist schon wieder dieser süße kleine Pinguin. Ja, komm, tanz mit. Tu mal mitmachen. Lass jetzt mal den Kuchen da in Ruhe. Und du begrüß mal deine Schwester oder sag. Sie soll mitmachen. Ja, kann die mitmachen? Bitten mitzumachen. Mal gucken, wer da sonst noch kommt. Nee. Victoria, genau. Victoria ist da. Ein Geschenk geben, ja, nee. Und auch bitten mitzumachen. Nalina müsste noch irgendwo herkommen. Genau. Nalina fehlt hier noch. Dann warte ich noch, bis die auch da ist. Da kommen noch welche. Jawohl, da sind noch welche. Adriana und Nalina kommen auch. Genau. Bitten mitzumachen. Und Nalina, die Tanzmaus, macht bestimmt sowieso freiwillig mit, hoffe ich. Und dann kann es hier weitergehen. Zack. So, dann kommt mal alle rein. Macht mal alle mit. Zeigt uns, wie das geht. So, und du kannst auch herkommen. Du kannst dich meinetwegen auch da hinsetzen, wenn du willst. Oder mit Victoria reden. Ja klar, logisch. Sagt keiner was. Ach, ist das schön. Da wird schon mal getanzt und so. Heiligschande. Ich muss halt nur jetzt aufpassen. Ach ja. Moment. Ich weiß, wenn ich jetzt hier nicht Pause drücke, ich gucke gerade auf die Uhr, meine Zeit ist um. Wenn ich das jetzt nicht aufhöre, dann komme ich drüber. Also auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist ein hübsches Bildchen so. Nee, vielleicht andersrum noch besser. Dann ist der Schnee weg. Gucken wir uns den Marky Boy nochmal als Teenager an. Ganz groß. Und ich würde sagen, ich mache hier Schluss und im nächsten Part geht es dann mit der schönen Geburtstagsfeier hoffentlich positiv weiter. Hoffe ich mal ganz dolle. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.